Vor 25 Jahren stellte die Völklinger Hütte im Saarland den Betrieb ein. Doch mittlerweile ist wieder Leben in das ehemalige Stahlwerk eingekehrt. In dem zum Weltkulturerbe erklärten Industriedenkmal wird jetzt auf der Urban Art Biennale Straßenkunst gezeigt. Die Kunstform hat sich aus dem Graffiti entwickelt und die renommiertesten Vertreter des Genres zeigen hier ihre Werke. Hier in der Völklinger Hütte, einem industriellen Ort, spürt man schon einen besonderen industriellen Charme. Und das erinnert mich an das urbane Milieu, wo alles angefangen hat. Die Schienen und so, ich finde das perfekt hier. In der Stahlkrise der 80er Jahre wurde die Völklinger Hütte geschlossen. 1999 öffnete sie wieder für die Allgemeinheit und zeigt seitdem regelmäßig Ausstellungen. Für das Saarland ist der ungewöhnliche Ort zu einem Touristenmagneten geworden. So, wir haben diesen Ort uminterpretiert von einer Produktionsstätte, einer industriellen, zu einem Kulturort des 21. Jahrhunderts. Dies ist auch weltweit mit dieser Konsequenz einmalig. Zu ihren alten Hochzeiten arbeiteten in der Völklinger Hütte bis zu 17.000 Menschen. Jetzt, wo das Industriedenkmal zu neuer Blüte erwacht ist, kommen jedes Jahr bis zu 400.000 Besucher.